Ein großer Teil aller Skigebiete weltweit liegt in Europa. Wintersport ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch der Klimawandel bedroht Einnahmen und Urlaubsfreuden. Wissenschaftler der Universität Grenoble haben jetzt errechnet, wie zuverlässig der Schnee zukünftig noch fällt und die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht. Sie raten dazu, die Abhängigkeit vom Wintersport zu überdenken, denn künstlicher Schnee sei auch keine gute Lösung. Schwitzen am Mont Blanc und der Schnee schmilzt in der vergangenen Hitzewoche in den französischen Alpen. Normalerweise die perfekte Jahreszeit für Schneewanderer im Sommer. Die Jahreszeiten verschieben sich. Wenn man große Schnee-, Eis- oder Gratwanderungen machen möchte, dann muss man künftig früher kommen, im Mai oder Juni. Die Sommer in den Bergen ändern sich. Viele Skigebiete sind bereits seit längerem betroffen. Wie sehr hat das Team vom Meteorologischen Forschungszentrum in Grenoble untersucht? Berechnet wurden die Auswirkungen der Klimakrise in Bezug auf natürlichen und Kunstschnee in Europa. Alle Skigebiete werden in den kommenden Jahrzehnten von unregelmäßigem Schneefall betroffen sein, wesentlich ungünstiger als heute. Steigen die Temperaturen um 1,5 Grad bezogen auf den Beginn der Industrialisierung, wäre der Studie zufolge ein Drittel der Skigebiete Europas gefährdet. Bei 4 Grad stünde die Zukunft nahezu aller Gebiete auf dem Spiel. Die Frage ist, wie sehr sich die Tourismusindustrie, wie wir sie heute kennen, an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen kann. Was den Klimawandel betrifft, aber auch was Regulierungen angeht. Die Studie gibt zu bedenken, ob Skitourismus angesichts des Klimawandels in Zukunft noch sinnvoll ist. In Island will man sich von natürlichem Winter unabhängig machen. Pisten sollen künftig mit Kunstschnee aus Grundwasser beschneit werden. Auch davon rät die Studie ab.